Schauen Sie wieder bei The Legend of Zelda Twilight Princess. HD. Oh yeah. Beim letzten Mal hat Svenja hier die Schattenhöhle begonnen. Ja. Sich da festklammert, ne? Bis zu dem Punkt abgeschlossen, ja, wo wir konnten. So, und dann fängt ja schon mal super an. Bin ich nochmal den ganzen Weg hier runtergelaufen. Ging eigentlich ganz fix. Hast ja auch nicht so viel Schaden genommen. Ja, zwei sind sogar schon unten. Ja. Cool, einfach umgeboxt. Auf jeden Fall hatten wir ja festgestellt, dass die Schattenhöhle quasi nicht wie die Drillhöhle ist, von wegen, du musst so und so weit im Spiel sein, um sie zu schaffen. Also teilweise auch. Aber die zweite Bedingung ist eben, dass du sie insgesamt dreimal schaffen musst, um ja, sie vollständig machen zu können. Ja. Hatten wir ja auch erklärt. Im ersten Mal. Die Spinnen können ausweichen und nach hinten hinter dir springen. Okay. Das wusste ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, beim ersten Mal konntest du so und so viele Ebenen machen. Beim zweiten Mal musst du dann wieder die gleichen Ebenen machen, plus so und so viele mehr. Und beim dritten Mal dann eben alle. Finde ich vom Prinzip her ganz interessant. Wenn auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, dass du die Höhle quasi insgesamt dreimal machen musst, um sie komplett machen zu können. Mhm. Aber nun gut, dabei finde ich die Schattenhöhle wesentlich hübscher als die Drillhöhle, weil sich die Gebiete einfach verändern. Sieht auf jeden Fall etwas schöner aus. Ja. Jetzt kann ich sie mir vielleicht auch mal ein bisschen genauer angucken. Das ging ja im letzten Part nicht so gut beim Spielen. Ziemlich gemein, die Viecher zusammen mit den Dingern, die mich anrempeln. Ja. Ich meine, ich muss sagen, ich finde die Schattenhülle ganz cool, weil es ist was du durch den Amiibo bekommst, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Aber es ist jetzt nichts, was du zwingend brauchst. Nee. Also es ist schon okay als Bonus, sag ich mal. Finde, wie gesagt, die Höhle auch ganz schick. Nur, ich glaube, ich hätte es echt bevorzugt, wenn es, so gewesen wäre wie bei der Drillhöhle auch. Quasi, man kann immer weitermachen, je nachdem, wie man im Spiel ist. Und nicht, dass ich dann jedes Mal nochmal von vorne anfangen muss. Ist wirklich ein bisschen doof geregelt. Bei der Drillhöhle kannst du ja quasi auch, sag ich mal, die ersten 20 Ebenen machen und dann später erst alles komplett. Da musst du wahrscheinlich auch wieder von vorne anfangen, klar. Aber da hast du einfach die Gelegenheit, von vornherein einfach zu sagen, ich mache sie später und mache alles auf einmal. Und das hast du hier einfach nicht. Hier bist du gezwungen, den Ort dreimal zu machen. Mhm. Mal schauen, ob wir überhaupt schaffen. Ja, du hast schon jetzt einiges an Schaden wieder genommen. Ja, dieser Raum hat mich doch ein bisschen an Schaden gekostet. Die Frage ist, ob man die Feen hier drin verwenden kann. Das weiß ich nicht, ob der Wolf die aktivieren kann. Weil wenn nicht, was machen wir, wenn wir es verkacken? Schneiden und nochmal machen. Oh. Echt? Ja. Muss ich das? Ja. Du gemein. Ich muss mir ja Mühe geben. Streng dich an, dann passiert das nicht. Dann lass ich dich das machen. Ja. Du hast ja auch was. Ich habe auch was in deinem Part gemacht, also kannst du auch was in meinem machen. Ja. Vielleicht spiele ich ja in Wahrheit auch schon die ganze Zeit. Was sind das denn für Viecher da? Ach, das sind Pflanzen. Ich habe von oben nur den Sabber gesehen. Und mich etwas gewundert. Die versuchen mich zu fassen, ne? Ja. Erstmal die gefährlichen Gegner weg. Richtig. Ach, da ist noch einer. Bitte schreib mich nicht an. Ach, und noch zwei. Was? Wo hast du den zweiten gesehen? Da ist noch einer rechts neben dir. Ach, da. Mhm. Aber gut. So close. Ja, wenn wir hier durch sind mit dem Dungeon, der ja auch komplett optional ist, ich glaube, man braucht es noch nicht mal für 100% so richtig. Wobei, ich sag mal, du kriegst da noch ein Item am Ende und ja, man kann sagen, das braucht man auch für 100%, aber... Es ist halt immer Ansichtssache. Es gibt hier auch einfach optionale Sachen, für die du gar nichts bekommst. Es ist dann ja immer einem selbst überlassen, ob man die jetzt dazu zählt oder nicht. Mhm. Aber ja, wenn wir das auf jeden Fall geschafft haben, dann können wir in den Final Dungeon gehen. Also so viel kommt da gar nicht mehr. Die Mutigen springen einfach in die Mitte. Nope. Das war nicht der Sprungknopf. Ich habe mit dem Angriffsknopf verwechselt. Aber weißt du... Achso, ich hatte die Schnecke erwischt. Ich sage dir sogar noch extra, von wegen, da musst du nochmal alles neu machen und du so, ja, dann spiele ich jetzt vorsichtiger und du springst einfach in die Mitte rein. Ich bin halt etwas ungeduldig. Und hast schon wieder ordentlich Schaden genommen. Zwei Herzen nur. Ich muss das alles nicht nochmal spielen, wenn du verkackst. Sagt wer? Sag ich? Ich hab's ja nicht verkackt. Ich hoffe einfach, dass man die Feen aktivieren kann.
Du hast doch gehofft, dass bei dem komischen, ekligen Schleim in der Drillhöhle was Vernünftiges bei rumkommt. Ja. Du wurdest eines Besseren belehrt. Ja. Hallo? Jau. Natürlich kommt das Ding genau vor mir raus. Und die fallen genau auf den Kopf. Also ich muss sagen, du hattest auch schon Tage, wo du wirklich besser gespielt hast. Ey, komm, die sind mir direkt auf den Kopf gefallen. Ja, aber ne? Und die Lavasäule kam mir direkt vor mir raus. Na? Ja? Wo ist jetzt der Clou? Vielleicht Mitleid? Achso, ich sehe schon, ich kann mich nicht bewegen. Dinger sind schon nervig. Ja. Ein bisschen. You can do it. Das Erdbeben mit einmal. Ja. Ich weiß ja doch eigentlich, wie viele Ebenen es insgesamt gibt. Na! Nein! Nein! Was ist das für eine eklige Kombination? Bist du sicher, dass du nicht erst die... Will ich, aber ich bin gerade von dem nicht weggekommen. Das habe ich den erstmal schnell besiegt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich die anderen zuerst machen möchte oder ihn hier. Ich würde erst die Schützen machen, die schießen dich tot. Dann machen wir wenigstens den noch weg. So. Schnell ausweichen und weg mit dir. So. Und bis der aufsteht, kann ich den erstmal ein bisschen anknabbern. Mhm. Tja, oder auch nicht. Zieht er genau dann in dem Moment. Nope. Drei Herzen. Naja. Go, go, go. Drei Herzen run. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob sich die Feen aktivieren. Sehen wir dann. Wenn nicht, dann lassen wir es einfach. Nein, dann machst du das schön nochmal. Und Eis auch noch. Ach, guck mal, die Eiswölfe. Der Raum sieht aber interessant aus. Solange die Eiswölfe nicht endlos spawnen. Ich glaube nicht. Das wäre ein bisschen gemein. Ein bisschen. Aber die zu erwischen ist sowieso schon nervig genug. Ich merke aber gerade. Yo! Wie hart ich hier überall rutsche. Boah. Glatteis. Aber es werden weniger. Hilfe. Nicht weglaufen. So wie ich den Dungeon kenne, sind in den Krügen und so weiter wahrscheinlich keine Herzen mehr. Warum auch? Unnötig. Na! Natürlich dreht er sich genau dann um, wenn ich ihn den anderen anvisiere. Boah, ich kann mir das nicht angucken. Das ist, macht mich irgendwie total schwindelig. Das ist ganz furchtbar, sich das auf Dauer anzugucken. Ja, ich musste hinterherlaufen die ganze Zeit. Ja, ja, liegt auch nicht an dir. Ich finde einfach. Oh, wird einem echt so ein bisschen schwindelig von. So. Und der letzte noch. Hier. Wieder nur am Weglaufen ist die Sau. Was bist du denn für ein feiger Wolf? Bleib hier. Naja, es funktioniert. Das ist das Traurige daran. Macht mir aber auch keinen Schaden. Meine Güte. Das war ein nerviger Raum. Ja. Nicht schlecht. Das ist ein Schleimi-Raum. Mhm. Schleimräume gehen eigentlich auch. Ah, so ein Raum ist nebenbei auch noch. Hm. Kann man wieder loswerden? Danke. Und hier ist es echt schwer, die loszuwerden tatsächlich. Dann wollen sie. Sag, du darfst einfach keinen anvisieren in der Zeit. Ja. Weil sonst greift er das Anvisierte an. Ja. Richtig. Wow! Zu groß geworden. Ja. Ganz schön schleimige Angelegenheit hier. Ja. Mal so Schleim, diese Schleimspur zu entfernen. Wenn er aber so da reinspringt, ne, dann müsste er es ja eigentlich schon so halb trinken. Wir wissen alle, was passiert. Kann ich einfach so ein blaues trinken? Ja. So, einfach da hier nebenstellen oder einfach da. Aber hier, hier, trink das. So was? Irgendwo wird bestimmt noch einer runterfallen. Nein, die Tür braucht einfach nur ewig, um aufzugehen. Na gut. Eingerostet. Oh, was?
Nee, die Dinger greifen dich nicht an, die sind nur, um dich zu ärgern da. Aber ich sehe, wer dahinter rumläuft. Sind wahrscheinlich nur dazu da, um mich einzufrieren. Wahrscheinlich. Nein, sieh doch den Typen an. Den da. Der ist böse. Meine Güte. Wie viele Schläge der braucht. Ja. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Aha. Was musst du dann mit denen machen? Einfach anspringen? Ja, anspringen und hoffen, dass ich nicht erwischt werde. Ist ja, ui, nervig. Na, krieg ich euch mal erwischt? Das ist aber auch ein Talent dafür, direkt vor dem Eisblock zu stoppen. Was? Wie der mich noch erwischt hat in der Luft. Meine Nerven halten das nicht aus. Nee, wahrscheinlich gleich tot. Nicht so pessimistisch. Krieg ich dich jetzt mal? Nein. Ganz ruhig, Jan. Nicht aufregen. Nicht hetzen. Der fliegt einfach zu hoch. Der will nicht. Beruhige dich. Was soll ich machen? Das sieht so doof aus. Komm mal her. Huch, das ist auch. Auch noch erwischt. Puff. Vieh aktiviert sich nicht. Viel Spaß, Jan. Ja. Wo fangen wir an? Gib her. Na gut, Schnitt. So, ich habe das jetzt gemacht. Wunderschön. Ja, das war eine wunderschöne Einleitung. Das ist jetzt nachkommentiert. Ich habe das in Ruhe mal fertig gespielt, den Dungeon. Und es war auf jeden Fall anstrengend. Ja. Also die ersten, wie viel sind das? 15? 5? Dann nochmal 15 Ebenen, das war ja okay. Ich glaube, da bin ich in diesem Zug mit, ich glaube nur 3 Herzen Verlust durchgekommen. Zweimal, weil ich unglaublich schlau in irgendwelche Feuersäulen reingesprungen bin. Aber das ist jetzt der Teil, den haben wir noch nicht gesehen. Ich kann echt sagen, diese Statuen da vorne sind, glaube ich, mit die schlimmsten Gegner. Weil man die nur von hinten angreifen kann und die hauen einen leider auch sehr schnell einen aufs Maul und ziehen einem ganzes Herz ab. Die Sache ist, die ersten Ebenen der Schattenhülle, die ich gespielt hatte in meinem Part, die sind gar nicht so schlimm. Nee. Aber was dann so kommt, ist halt echt gemein, weil du dich ja auch zwischendurch... Also es gibt ja Möglichkeiten, sich zu heilen, ja, aber ja, regulär, sag ich mal, musst du da quasi so durch. Ja, 20 Herzen für 38 Ebenen. So, und da habe ich mir gedacht, nein, bevor ich aufs Maul bekomme, habe ich da gerade mein Sheik-Amiibo benutzt. Und ja, heilen. Einmal wieder voll heilen. Ja, wie ich sagte, eigentlich kann man sich nicht heilen, außer mit Sheik und Zelda, glaube ich. Ja. Und wenn das jetzt irgendwer lame findet, macht das selber. Ja, mache diese Höhle mal selbst. Wie gesagt, die ersten 15. Sag mal, das sind jetzt auch, glaube ich, die Hälfte hatte ich jetzt bisher geschafft. Das sind jetzt, glaube ich, eben 11 oder so herum von den schwereren. Und ich sag mal, die ersten 30 Ebenen, die sind okay, die sind machbar mit nur 20 Herzen. Aber ab dann... Es gibt leider so ein paar Gegner, die sind ziemlich mies in diesem Teil. Unter anderem diese, ich meine, die heißen Stahlforce, Minos. Ich habe keine Ahnung, wie die Krieger heißen. Stahlforce wahrscheinlich nicht. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Jedenfalls, die sind mies und die Bogenschützen. Oh ja. Die Bulbulin Archer, die sind auch echt eklig. Ja. Die Sache ist, man kommt da mit Sicherheit auch in einem Zug ohne Amiibo durch, aber dafür musst du entweder die Höhle schon 1000-mal gemacht haben oder ein Profi sein und das ist bei uns einfach nicht so. Und Jan spielt ja schon ziemlich gut, aber ja. Ich glaube, wir haben, nachdem der letzte Part dann, also nachdem wir geschnitten hatten, hatte ich die ersten Ebenen nochmal gemacht, dann hatten wir es nochmal versucht, hat aber nicht so geklappt, dann haben wir gerage-quittet und dann hat Jan das nochmal in Ruhe gemacht und da hat es, glaube ich, auch auf Anhieb geklappt, oder? Ja, wie gesagt, auch mit Heilung, aber trotzdem. Ja, gut. Also ich glaube wirklich, es sei uns verziehen, dass wir das jetzt einmal nachkommentieren, aber gerade wenn die Gegner jetzt so schwer werden und man schon so viel gemacht hat, ist Live-Kommentieren einfach schwierig. Man kann sich einfach besser darauf konzentrieren, wenn man jetzt nicht reden muss und einfach sich, ich sag mal, daneben hockt und... Ja, guck mal, da haben wir diese olle Sau, während ich den einen endlich mal einen Hals hatte, das hat wir weggehauen. Es ist einfach angenehmer, man setzt sich einfach in Ruhe dahin und kann das machen und
Muss ja. nicht nebenbei reden. Ich meine, wir hatten ja auch Live-Commentary, sowohl in der Schattenhöhle als auch in der Drillhöhle. Also kann uns ja keiner vorwerfen, dass wir da nicht alles gemacht hätten. Ne? Aber die Drillhöhle war ja easy. Ja, also ich habe immer gedacht, die Drillhöhle ist furchtbar, aber gegen die Schattenhöhle? Außer man trinkt irgendeinen komischen Schleim und hat nur noch ein halbes Herz. Ja, gut. Also ich muss auch dazu sagen, Jan hat währenddessen nicht viel gesagt, außer ab und zu mal Aua oder du Idiot oder so. Ja. Die sind auch nebenbei sehr nervig, bis sie endlich mal in den Hals springen kann. Ja. Und ich habe nichts davon gesehen. Ich weiß nicht, was ich nebenbei gemacht habe, aber ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, du hast irgendwas bei dir gemacht, gerade am PC. Ja, ich habe es mir jedenfalls nicht angeguckt, deswegen ist das für mich tatsächlich auch blind. Boah, dieser Raum. An diesem Raum habe ich wieder mal gemerkt, wie unglaublich blöd die Anvisiermechanik ist in dem Spiel. Das ganze Anvisieren, das war gerade nebenbei automatisch. Ich habe nicht ein einziges Mal mein Ziel gewechselt in der Zeit. Der hat einfach ständig immer einen anderen Gegner anvisiert, weil der immer ein paar Millimeter näher dran war, als der, den ich eigentlich töten wollte. Es ist halt auch schwierig. Die Gegner selbst sind ja gar nicht mal so schlimm, aber in Kombination. Du hast diese Eissperr-Typis, die dich permanent nerven und diese kleinen Dinger, die dann um die Ecke kommen und dich auch nerven. Und einfrieren. Das ist halt schon anstrengend. Aber ich glaube, wir können, oder alle können froh sein, dass wir das überhaupt komplett machen. Ja. Weil ich meine, es ist schon frustrierend, wenn du es dann auf Ebene 30 nicht schaffst, nochmal von vorne anzufangen. Gibt ja 30 auch keine, von 40 wohlgemerkt. Ist ja, gibt ja auch keine Checkpoints. Kommen da noch Spinnen? Ja, am Ende kommt zwischendurch eine Spinne. Ich überlege, ob davor noch eine kommt. Die kleinen hatten wir ja gerade, die sind ja nicht so schlimm, aber... Ja, aber ja, so große Spinnen kommen auch auf jeden Fall nochmal mindestens zwei. Okay, jetzt habe ich die alle gespoilert, aber das sind so Infos, die möchte ich gerne vorab haben. Ja. Guck am besten am Anfang jedes Raumes erstmal kurz zur Seite und ich schrei Spinne. Okay. Ja, sehr gut, die Schleims hier anvisieren, noch hüpfen. Die können dir gar nichts. Es gibt so manche Gegner, die sind einfach so unglaublich leicht hier in dieser Höhle. Man glaubt auch gar nicht, wenn man das Spiel selber spielt oder generell irgendein Spiel, was jetzt nicht gerade Pokémon ist, wo man so Spiele, wo man wirklich, wie nennt man das? Knöpfe drückt und es passiert was, nicht rundenbasiert. Irgendwas, was nicht rundenbasiert ist. Es ist so unglaublich angenehm, das nachzukommentieren und nebenbei nicht zu spielen. Das sind nur Fledermäuse und, ach, die Riesendinger. Das sind wie diese kleinen Viecher, die ich durch umrannen, nur in Größ. In Größ? In Größ? In größer. Hier habe ich auch ein paar Herzen liegen lassen in dem Raum, weil mich alles hier irgendwie gestört hat. Also es ist halt echt eher die Quantität, die jetzt echt stört mittlerweile, weil einfach so viele Gegner in den Räumen sind. Ja. Die sind nicht stark, aber es sind einfach so viele. Nee, aber wie gesagt, es ist schön, live zu kommentieren, natürlich, aber es ist auch echt mal schön, einfach entspannt daneben zu sitzen und keine Knöpfe zu drücken. Ja. Nebenbei, ich glaube, in diesem Raum wird schon 4 Herzen verloren. Und man kann gut analysieren. Ja. Aber ich würde hier als Pflanze nicht wachsen wollen. Nee. Dann muss ich erstmal wieder in den Hintern reinspringen. Ja. Und weiter geht's. Yay. Zwischendurch gab es sogar einen... Ah, da sind wir sogar bei einem ziemlich coolen Raum eigentlich, so vom Prinzip her. Ich sehe schon, okay, sind da unten. Plötzlich regnet es Pfeile runter. Also erstmal schnell hier die ganzen unten weghauen. Wobei, das sind eigentlich rein theoretisch auch alles Bogenschützen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh Gott, passiert so viel. Und jetzt die Sache, wie komme ich da hoch? Ein Aufzug. Wie cool. Das finde ich aber super, dass sie sowas eingebaut haben. Weil ich sag mal, anders komme ich auch nicht da hoch. Ich denke mir so, dumm-di-dumm, hallo. Bumm. Und dann wurde ich plötzlich von hinten mit einem Pfeil beschossen, weil ich nicht gesehen habe, dass hinter mir noch einer oben ist. Sowas mag ich, solche kleinen Überraschungen. Ja, ich habe jetzt auch gedacht, hä, von wo wurde ich abgeschossen? Wo kam der Pfeil her? Und da habe ich gesehen, da oben lauerte der Typ noch. Er hat mir in den Rücken geschossen. Frechheit. Ich so, hallo. Wenn man jetzt sieht, du hast schon wieder die Hälfte deiner Herzen verloren. Ja, in 5 Ebenen oder so. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber... Ja. Ich meine, klar, du könntest am Anfang von jeder Ebene stehen bleiben, gucken. Wobei, manchmal kannst du dann nicht mal gucken, weil dann schon der Pfeil kommt. Ja. Oh. So, und hier sind die ganzen Zanto-Köpfe oder Zanto-Masken, ich weiß genau nicht, wie die heißen. Und du siehst ja teilweise, wenn sie nicht anvisiert sind, siehst du die Fledermäuse noch nicht mal. Ja. Die sind ja, die verschwinden echt gut hier in ihrem Hintergrund. Jetzt so ein Master Sword, ne? Ja. Aber hast noch keinen Schaden genommen. In diesem Raum nicht. Ich hätte gedacht, du hast schon 1000 Mal Schaden genommen irgendwie, aber irgendwie nicht. Nee, ich schaff's immer genau super, an diesen Kugeln vorbeizufliegen oder vorbeizulaufen. Nicht schlecht.
Und ich finde einen Rubin. Da war auch wieder haarscharf vorbei. Ja, es erinnert mich an meinen Ausflug im Schattentempel. Hast du dich auch bestimmt abgeguckt. Natürlich. Alles geklaut. In Wirklichkeit spielt Jan auch gerade gar nicht. Das hast du wirklich alles gemacht, ne? Mit meinen Füßen. Da bin ich gerade über die Kugel sogar rüber gesprungen. Nein, das war ich mit meinen Füßen. Oder du halt. Nein, wirklich, er hat's gespielt. Bevor jetzt irgendwer was Falsches denkt. Mhm. So, und ich glaube, ich werde wieder beschossen. Die Bogenschützen sind echt am gemeinsten. Du machst den einen, während der noch liegt, kannst du ja nichts machen. Ja. Und dann kommen schon die nächsten Pfeile. Wobei ich gemerkt habe, am besten klappt es, wenn du einen anvisierst, Visierung loslässt und dann schnell zum nächsten rennst. Und während der am Boden liegt, zurück zum ersten wieder. Das Problem ist, mit dieser dauerhaften Anvisierung, manchmal will er die Anvisierung einfach nicht loslassen. Ja. Link weiß einfach nicht. Wo ist der eigentlich, der Letzte? Und der hat sich aber irgendwo da hinten im Schatten versteckt. Link kann einfach nicht loslassen. Ja. So, an der Stelle, glaube ich, gibt es gleich erstmal einen kurzen Schnitt, einfach nur um die Aufnahme kurz zu speichern, weil ich schon so weit gekommen bin. Und weil ich gesehen habe, dass jetzt was jetzt kommt, ist die letzte Ebene. War das jetzt schon der Schnitt? Ja, das war der Schnitt. Ah. So, das ist jetzt die letzte Ebene. Autsch. Letzte Ebene. Hier müssen wir dann noch jetzt mehrere Phasen und mehrere Gegner eben noch abwarten und dann wäre es geschafft. Wäre. Ja. Das finde ich aber cool. Das sieht auch wie so eine kleine Arena aus. Ja. Und wenn du siehst, zack, Arena-Modus. Aber es geht jetzt nicht nach Zeit. Das geht schon, wenn du die Gegner besiegt hast, dann geht's weiter. Genau. Das wäre ja auch mies, wenn nach einer bestimmten Zeit die Gegner nachspawnen würden. Ich habe da gerade mal wieder versucht, kann ich da vielleicht hochklettern? Ich komme hier irgendwie nicht mehr raus aus dem Teil, weil da oben sind auch noch Gegner. Wenn ich will, der hat schon, ne? Komm ich da raus? Nee, doch nicht. Okay, dann besiegen wir erstmal die ganzen Viecher hier. Ja. Oh, die Zanto-Köpfe, ich habe sie schon gesehen. So, also wieder hoch. Find so, ich habe hier schon bemerkt, irgendwas ist dahinter doch drin. Ich kann irgendwas drin anvisieren. Sind das die Spinnen? Unter anderem. Ich glaube sogar die ersten, die da als erstes gleich rauskommen. Aber die hole ich quasi erst raus. Ich muss auf einen Schalter drücken, damit die rauskommen. Welcher Horst tritt auf einen Schalter, damit Spinnen aus der Wand kommen? Jetzt mal ernsthaft. Ich. Bah. Auch wenn es ungewollt war. Ich wusste nicht, was da drin ist. Nee. Ich meine, das ist ja auch gar nicht schlecht, der Überraschungseffekt. War nun keine schöne Überraschung. Ja. Wo war das jetzt? So, das war jetzt der letzte. Ich glaube sogar noch nicht einmal. Ach, da schießt noch was. Ja. Die sind aber teilweise auch... Ja, die porten sich weg und kommen an der gleichen Stelle, glaube ich, wieder. Und ich denke mir, wo sind die denn? Und dann denke ich, achso, ja, natürlich, kommt an der gleichen Stelle wieder zurück. Das ist irgendwie lame. Da war er nämlich gar nicht besiegt. Ist aber auch hart. Manchmal portet er sich weg und ich denke, habe ich ihn jetzt besiegt oder nicht? So, und ich glaube, jetzt kommen die Spinnen, deswegen guckst du jetzt mal bitte weg. Ja. Kannst dann bei den nächsten Schaltern sehen, was da passiert. Ja, da sind zwei große. Ich schaue mir deinen schönen Bart an. Ja. Und da die Spinnen wie diese Mine wunderschön zu besiegen als Wolf, nämlich so lange dagegen hüpfen, bis die irgendwann mal getroffen werden. Manchmal funktioniert das nicht so ganz. Und mit der B-Attacke konnte ich zumindest gerade eine Spinne einfach wegrammen. Finde ich gut. Und dann hat sie mich weggerammt. Und Spinne ist weg. Yay. In anderen Sachen sind auch noch Gegner drin, aber da waren zumindest keine Spinnen mehr, wenn ich richtig im Kopf habe. Ja, da kann meinetwegen alles drin sein, solange es keine Spinne ist. Ja, die Bullblins. Die sind ja lame. Also. Huch. Einmal Nahaufnahme. Ja. Ich habe hier erst gemerkt, wie viel eigentlich diese Rosanen durchhalten. Ja, es wundert mich auch gerade. Wenn man sie nur mit Sprungattacken behakt. Die einfach immer noch leben. Nicht schlecht. Die wollen einfach nicht. Nee, ich merke schon. Immer haben wir gedacht, okay, dann machen wir es halt anders. Ich kann mir schon vorstellen, was du gesagt hast. Warum stirbt der? Stirbt der nicht? Was? So in der Art. Ja. So, da hatten wir die von der einen Seite schon mal, die ersten beiden. Aber ich glaube, es ist fast unmöglich, das Ganze so zu kommentieren, als wenn man es live machen würde. Es würde bei solchen Spielen immer auffallen. Ja. So, der Teil, der war wieder sehr nervig.
Weil die kleinen Viecher da und diese großen Viecher. Immer wenn ich gerade an dem Ding dran saß, kam entweder die Fledermäuse oder das andere Ding da. Was mich immer wieder genervt hat, weil ich einfach den nie angreifen konnte. Ja. B-Attacke! Bringt ja bei denen nichts. Stimmt. Ich glaube, ich habe hier auch wieder gefühlt 3, 4 Herzen verloren. Naja, ein bisschen Puffer hast du ja noch. Ja, jetzt bin ich bei 5 nur noch. Und da war dann der zum Glück endlich mal weg. Die Frage ist, wird Jan es durch die Schattenhöhle schaffen? Das erfahren Sie nach der Werbung. Jetzt ein Midroll. Ja. Also die Sache ist, ich musste jetzt nur noch eine Welle machen. Also sprich, nur noch einmal aus dem Räumchen da ein paar Gegner rausholen. Und dann kam auf einmal 8 Nimbusgarden. Als Wolf. Ja. Fände ich lustig. Weil ich mir wahrscheinlich sogar lieber gewesen hat, dass das jetzt kommt, nämlich, ich glaube, 2 oder 3 Exalfosse. 3, ja. Wobei, nee, ich glaube, der eine ist nur ein Dinodorus. Aber 2-mal die einen da mit der Rüstung und... Naja. Wir laufen einfach weg. Genau. Alles, was ich die ganze Zeit mache, ist weglaufen, anvisieren, draufhauen. Weglaufen, anvisieren, draufhauen. Naja, wenn es halbwegs funktioniert, ne? Oder die Sache ist, ab und zu habe ich Glück und komme durch deren Schild durch. Ansonsten knall ich immer dagegen und muss wieder weglaufen, bevor die mir dann ihren Schweif oder ihre Axt oder was auch immer ins Gesicht hauen wollen. Aber du kriegst keinen Schaden, wenn du von ihnen abprallst, ne? Nee. Zum Glück. Ja? Da habe ich versucht, vielleicht auch lieber mit anvisieren und auch draufgreifen und da dachte ich mir, klappt nicht so gut. Bitte weg. Ja. Sag mal, solange 2 da sind, ist es mir ein bisschen zu gefährlich gewesen. Wenn nur noch einer da wäre, dann könnte ich ganz halt anspringen wie sonst was. Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, sobald ich den einen anspringe und versuche anzugreifen, werde ich vom anderen sowieso sofort gehackt. Und da war zum Glück der eine tot und ich dachte mir, okay, jetzt ist alles gut. Das kann ich jetzt, glaube ich, nicht mehr verkacken. Es gibt halt so Gegner, die sind einfach als Wolf unglaublich unangenehm und als Link gar nicht und umgekehrt. Ja. Ich finde zum Beispiel die schreienden Gyptos da oder Redads, wie sie auch heißen. Die sind als Wolf echt angenehm. Genau, als Wolf springt man den einfach an. Der Wolf geht ihm automatisch von hinten an die Kehle und... Hinten an die Kehle? Egal. Ja. Und kann ihn ganz locker besiegen, während du als Link dann draufknüppeln musst, bevor er dich anschreien kann. Ich finde auch die bei den Spawnpunkten immer kommen, die du besiegen musst, bevor sie... Ach so, ne? Ja. Die finde ich als Wolf auch immer ganz angenehm. Ja, oder allgemein große Massen an Gegnern, die du schnell besiegen kannst, einmal die B-Attacke aufladen und zack, alles weg. Ja, dafür macht Link mehr Schaden. Ja. Also Mensch, Link ist ja beides Link. So, und da hatte ich es geschafft, dann endlich. Oh, meine Güte. Aber man wusste in dem Moment natürlich noch nicht, ob man jetzt fertig ist, ne? Ja, jetzt dachte ich, kommt jetzt noch was? Was ist da unten? Dann sehe ich die Quelle und denke mir, Halleluja. Die darfst du jetzt lesen. Yay. Du hast es weit gebracht in den Prüfungen. Um deinen Mut zu würdigen, werde ich dir meinen Segen mit auf den Weg geben. Yay, und da ist unsere Belohnung, nämlich die bodenlose Geldbörse. Sie fasst bis zu 9.900 Rubine. Da muss wohl doch ein Boden sein. Viele Menschen auf der Welt bedürfen deiner Hilfe. Kehre also zurück. Ja, das ist unsere Belohnung. Wir können jetzt sehr viel Geld tragen. Was man eigentlich gar nicht braucht. Nein. Aber es ist neu hier, oder? Ja, das ist neu. Ein neues Item. Genau wie die Höhle halt. Ja. So, da vorne sieht man schon eine schöne Statue. So und ich hole mir erstmal natürlich die Truhe. Was sind da noch drin? 200 Rubine. Ach so, okay. Ja. Aber die Statue ist schon episch. Ja, und deswegen wollte ich mir so ein bisschen aus der Nähe angucken. Ob man die irgendwie schön sehen kann. Dann habe ich gesehen, oh Moment. Die haben wir doch in Mini hier stehen. Genau, das sieht nämlich der Amiibo auch aus. Jo. Ja, und ich würde sagen, wir haben den Dungeon geschafft. Das war's von diesem Part. Beim nächsten Mal geht's dann wieder live weiter. Und zwar ab in Schloss Hyrule. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.